Im US-Bundesstaat Utah ist am Freitag ein Mann durch ein Erschießungskommando hingerichtet worden. Dem verurteilten Mörder wurde von einem aus 5 Schützen bestehenden Kommando in die Brust geschossen, hier im Staatsgefängnis in Draper, einem Vorort von Salt Lake City. Kurz vor der Hinrichtung wurde der Verurteilte auf einen schwarzen Metallstuhl geschnallt. Ihm wurde eine Kapuze übergestülpt und eine Zielscheibe auf die Brust gesetzt. Die Schusswaffe eines der Schützen hatte Platzpatronen geladen, sodass für jeden einzelnen der Männer stets ein Zweifel bleibt, ob der Verurteilte durch seine eigenen Schüsse ums Leben kam. Zuvor war ein letztes Gnadengesuch von Ronnie Lee Gardiner gescheitert. Gardiner hatte sich für den Tod durch Erschießen entschieden, als das in Utah noch erlaubt war. Seither wird im Bundesstaat mit der Giftspritze hingerichtet. Gardner hatte 1985 bei einem Ausbruchsversuch während eines anderen Mordprozesses einen Anwalt erschossen. Generalstaatsanwalt Mark Shotlev trat nach der Hinrichtung vor die Presse. Es wird jetzt sicher wieder eine Debatte geben zur Todesstrafe, aber Sie müssen verstehen, Ronnie Lee Gardner wird nie wieder jemanden töten. Ronnie Lee Gardner will never kill again. He will never assault anybody again. Dies war die dritte Hinrichtung durch Erschießen in den USA seit 1976. Lediglich im Bundesstaat Oklahoma ist diese Methode noch als Alternative zulässig.